Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Ich habe hier noch ein Volk, das war letztes Mal ziemlich grantig. Die muss ich aber trotzdem auf Schwarmzellen überprüfen. Nützt ja nichts, muss halt sein. Und dann nehme ich euch mit, dass ihr euch freuen könnt, wenn ich gestochen werde. Da erstmal ein Blick in den oberen Honigraum, was Sache ist. Ah ja, da ist noch Platz. Die hocken hier auf den ausgebauten Waben. Hier ist noch frei. Hier ist auch noch frei. Okay, geht noch. Ja, jetzt muss ich erstmal den Honigraum abnehmen. Weil mit zwei Honigräumen drauf geht die Kippkontrolle nicht mehr so einfach. Ja, ist auch noch ein bisschen Platz. Und los geht's. Na, dann glaube ich, weiß ich schon, an was das gelegen hat, weil ist jetzt durch. Und zwar die Akazie war beim letzten Mal, bei der letzten Schwarmkontrolle hier noch voll in Blüte und jetzt ist sie so gut wie durch. So kann Trachtablauf die Meinung eines Bienenvolkes ganz schön beeinflussen. Okay, aber wenn wir schon hier am Stand sind, hier habe ich jetzt durchgesehen, dann schaue ich mir auch gleich noch mal ein Schwärmchen an. Das hier ist ein Schwarm, den ich eingefangen habe, da habe ich noch nicht reingesehen. Wird jetzt mal Zeit, dass es passiert. Also Polleneintrag ist vorhanden, wie man im Flugloch gesehen hat. Also könnte auch gut vorhanden sein. Schauen wir mal. Ach, das sind noch die vom Schwarmfangen oder Schwarm einlogieren. Ich hänge da immer fest in dieser Terminologie. Oh, ein bisschen sauber. So, jetzt hat. Ja, Mittelwand bauen sie jetzt hier schon aus. Okay, soweit breiten sie sich schon aus. Nektar und Pollen. Da ist ausgebaut, wird oben teilweise schon eingetragen. Ja, denen geht's gut. Ist halt jetzt keine Haupttracht mehr. Oh Mist, ich habe den Smoker wieder vergessen. Hier haben wir Eier drin. Alles gut. Sehe ich vielleicht zufällig die Königin? Hier sind auch Eier drin. Jo,
voll bestiftet. Aber so auf den ersten Blick eine Königin sehe ich jetzt gerade nicht. Nö. Hier, wenn man es sehen kann auf der Kamera, die Stifte. Königin, wo bist du? Und zeig dich doch. Sie will sich nicht präsentieren. Ach, da läuft sie. Und was für ein großer Kavenzer. Was machen die auf der Außenwabe? Wieder auf die andere Seite. Jetzt wieder auf die andere Seite. Naja, die geht halt aus dem Hellen, die will's Dunkle. Wo bist du jetzt? Im Königinnenversteck wahrscheinlich. Und zeig dich, kriegst ein Krönchen. Ach, da ist er. Und schon wieder durch auf die andere Seite. Geduldsspiel. Komm, jetzt wenn wir schon mal so weit sind, dass ich die Wabe habe, auf der du bist, dann machen wir auch Nägel mit Köpfen. Also zeig dich. Die kommt nicht mehr raus. Jetzt, ich will dich haben. Ein großes Tier ist es. Also ich suche noch eine Weile, dann schalte ich euch wieder dazu.
So, jetzt sehe ich sie. Jetzt habe ich sie. Und schon hat sie die Krönung hinter sich. Jetzt machen wir erstmal wieder die Bienchen rein. Dann darfst du auch wieder rein. So, jetzt. Braves Mädchen. So, hat wieder alles geklappt. So muss es sein. Schwarmkontrolle, einwandfrei, Platz ist noch da. Ich habe Material dabei, falls man aufsetzen hätte müssen, weil letzte Woche haben die wirklich rasant zugenommen, lag an der Akazie. Die Linde kommt bald, die ist noch nicht da, die kommt bald, die ist in den Startlöchern. Das heißt, ich werde es dann auch bald den Akazienhonig abnehmen von den Völkern. Der Schwarm entwickelt sich gut. Dem werde ich natürlich nichts abnehmen, das bleibt alles drin, logisch, das brauchen die. Die entwickeln sich gut, die sind schon in der Mitte angelangt, auf der fünften Wabe von links her. Gut, okay, jetzt fällt mir was ein. Habe ich aber nicht dabei, die sollten schon rechtzeitig genug einen Drohnenrahmen bekommen. Die sind noch nicht so weit, die produzieren noch keine Drohnen, aber die bekommen jetzt dann von mir noch einen Drohnenrahmen, dass sie, sobald sie soweit sind, auch damit anfangen können. Und eventuell schaffen die das auch noch, dass sie ein bisschen Waldtracht eintragen können. Mal sehen. Schauen wir mal. Vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Bienenvideo.